Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge YouTube Champions Cup hier auf dem Online-Fußball-Manager.de auf dem Classic-Server. Wir beginnen heute mit dem ersten Spieltag der Gruppenphase. Dazu gehen wir dann nochmal ganz geschmeidig auf Spielplan und auf Ergebnisse. Und wir werden, denke ich, heute einige Überraschungen sehen. Eine Überraschung habe ich eben schon für mich selbst feststellen können. Von daher seid ihr jetzt etwas überrascht. Und wir beginnen mit der Gruppe A. Der erste FC Biertringer trifft auf Lokomotive Harryhausen 07. Und der erste FC Biertringer kann dieses Spiel mit 2:0 gewinnen. Und dazu schauen wir uns ganz kurz den Spielbericht an. Ich gehe jetzt nicht mehr so ganz konkret auf die Spielberichte ein. Ich möchte das alles nicht immer so in die Länge ziehen. Aber man sieht, der erste FC Biertringer hat ganz klar die Nase vorne im Ballbesitz. 56,6%. Und dementsprechend auch das Ergebnis, denke ich mal. Es gibt in der neunten Minute eine gelbe Karte für Lokomotive Harryhausen. Und dann gibt es in der 14. Spielminute eine Chance für Harryhausen. Leider nicht genutzt, da der Torwart hält. So, und dann geht es in der 22. Spielminute los. Rafael Kilaj, der bekannte Stürmer von dem ersten FC Biertrinker, schießt das 1:0 vor der Halbzeitpause quasi. Dann passiert dann nicht mehr viel, gibt noch eine gelbe. Und dann geht es in der zweiten Hälfte weiter, gibt es das 2:0 für den ersten FC Biertrinker in der 65. Spielminute. Und das war es dann auch schon hier aus dem Spiel. Der erste FC Biertrinker gewinnt mit 1:0, hochverdient gegen Lokomotive Harryhausen. Ja, das ist dann natürlich bei dem Stärkeunterschied nicht überraschend, würde ich jetzt mal so behaupten. So, weiter geht's. In der Gruppe A, die Wisperbuben gegen Motor Prenzlau. Und das ist die erste große Überraschung an diesem Spieltag. Motor Prenzlau hält dagegen mit Stärke 90. Ganze 30 Stärkepunkte schwächer als die Wisperbuben. Und das finde ich jetzt richtig, richtig prickelnd. Das ist ein schönes Ergebnis, finde ich jetzt auch für hier den Shadow Wolf, für meinen Kollegen auf YouTube. Das freut mich doch sehr. Da schauen wir uns doch auch mal den Spielbericht an. Und auch hier, die 57% Ballbesitz, die Wisperbuben haben, können sie nicht nutzen, um das Spiel hier zu gewinnen. Und man sieht es auch hier sogar, Prenzlau geht in der 34. Spielminute mit 1:0 in Führung per Foulelfmeter. Und man geht sogar mit dem Vorsprung in die Halbzeitpause, kommt dann zurück und kann hier in der 49. Spielminute sogar noch nachlegen. Das 0:2 für Motor Prenzlau. Und das sollte doch eigentlich schon die Messe gelesen sein für die Wisperbuben. Aber die kommen in der Schlussphase dieser Partie nochmal zurück. In der 75. Spielminute der Anschlusstreffer. Und das 1:2. Und dann ganze 2 Minuten später, ganz ärgerlich für Motor Prenzlau, der Ausgleichstreffer durch Nolan McCullen, den Stürmer von den Wisperbuben. Das 2:2 kurz vor Schluss. Ärgerlich, aber immerhin eine Top-Leistung von Motor Prenzlau. Immerhin ist der Gegner 30 Punkte stärker. Und ja, das hätten die Wisperbuben sich nicht ausmalen können, dass man hier nur 2:2 spielt. In diesem Sinne, Gratulation an Prenzlau. Und ja, Wisperbuben, da müsst ihr noch ein bisschen zulegen. So, das war's dann in der Gruppe A. Jetzt kommt die Gruppe B. Holzbeinswil trifft auch FC Rot-Weiß Erfurt. Der FC Rot-Weiß Erfurt, ja, leicht schwächer, nicht viel, 4 Punkte, glaube ich mal, gerade 111. Die Jungs aus Holzbeinswil haben 115 und Rot-Weiß Erfurt gewinnt hier mit 3:2 gegen Holzbeinswil. Auch recht bisschen, ja, finde ich ein bisschen überraschend, aber immerhin, der Cup soll ja ein bisschen spannend bleiben. Auch hier nochmal kurz in den Spielbericht, Holzbeinswil geht 1:0 in Führung der 9. Spielminute und dann in der 28. Spielminute das 2:0 für Holzbeinswil. Auch hier dachte man dann auch schon, ja, das gibt ein nice Spiel für Holzbeinswil, aber dem ist nicht so. Kurz vor der Halbzeitpause kommt hier der FC Rot-Weiß Erfurt nochmal zurück. In der 31. Spielminute das Anschlusstreffer und dann kurz vor der Halbzeitpause in der 38. Spielminute der Ausgleichstreffer für Rot-Weiß Erfurt. Und dann geht es ab in die Kabine und dann passiert auch nicht mehr viel. Es fliegen viele gelbe Karten durch die Luft. Erst die gelbe Karte in der 69. Spielminute, dann in der 75. Spielminute für Rot-Weiß Erfurt eine gelbe. Und dann gibt es eine glatte rote wegen Haltens.
Okay, wir trinken jetzt noch mal ganz kurz an der Teetasse. Wegen Haltens eine rote Karte. Da muss er ja schon letzter Mann gewesen sein oder so, ne? 79. Spielminute, Holzbein Zwiel nur noch zu 10 auf dem Platz. Dann gibt es in der 86. Spielminute nochmal eine gelbe Karte für Rot-Weiß Erfurt. Dann 93. Spielminute nochmal eine gelbe Karte für Holzbein Zwiel. Also das ist die Hälfte der Karten, würde ich jetzt mal so behaupten. Und dann in der Nachspielzeit, 4 Minuten Nachspielzeit gibt der Schiri oben drauf. Wahrscheinlich geschuldet der vielen gelben Karten und roten Karten. Gibt es das 2-2-3 für Rot-Weiß Erfurt. Das ist ärgerlich für Holzbein Zwiel. Und ja, so gewinnt der FC Rot-Weiß Erfurt gegen Holzbein Zwiel mit 2-3. So, dann geht's weiter in der Gruppe B. Der erste FC Kirchnerstraße trifft auf den großen Favoriten, auf den VfB Pirmasens. Und hier gibt's auch eine mega Überraschung. Mein Team konnte hier mit 3-0 den großen Favoriten vom Platz fegen. Also ich war sehr überrascht, als ich den Spielbericht runterlaufen ließ. Also das müssen wir uns mal genauer anschauen. Der 1. FC Kirchnerstraße natürlich wesentlich schwächer als der VfB Pirmasens. Hat eigentlich auch nichts zu verlieren und dementsprechend tritt der 1. FC Kirchnerstraße hier auch auf. In der 4. Spielminute die erste Chance, gefolgt in der 12. Minute von einer Chance des VfB Pirmasens. Hier ist ein Schlagabtausch am Start in der ersten Hälfte, der seinesgleichen sucht. In der 15. Spielminute dann das 1-0 für den 1. FC Kirchnerstraße. Sehr überraschend. Mit einem Schuss direkt in den Winkel überrascht man den gegnerischen Keeper. So geht es dann weiter in der 16. Spielminute die nächste Chance für den VfB Pirmasens. Dann 4 Minuten später in der 20. Spielminute das 2-0 durch Lautrissen mit einem Abstauber. Und da war ich dann vollends überrascht, dass es hier 2-0 für mein Team steht. Und dann gibt es nochmal eine Chance für den VfB Pirmasens und in der 42. Spielminute die letzte Chance in der ersten Hälfte für den 1. FC Kirchnerstraße. Man sieht ein richtiger Schlagabtausch. Hier folgt Chance auf Chance für jedes Team hier. Das ist schon geil. Also das war schon eine richtig spannende Partie in der ersten Hälfte. Und dann geht es weiter in der zweiten Hälfte. Gibt es in der 57. Spielminute eine gelbe Karte für mein Team. Kim Pflanzner bekommt gelb wegen wiederholten Foulspiels. Dann in der 67. Spielminute die nächste Chance für den 1. FC Kirchnerstraße. Leider scheitert man hier am Torhüter des VfB Pirmasens. So, und dann gibt es den Riesenschlag in der 82. Spielminute, kurz vor Schluss, in der Schlussphase, das 3-0 für den 1. FC Kirchnerstraße. Und der VfB Pirmasens steht total neben sich, keine Chance mehr in der zweiten Hälfte, lediglich noch eine gelbe Karte in der Nachspielzeit und das war es dann schon. Der 1. FC Kirchnerstraße verdient gewonnen hier gegen den VfB Pirmasens und da fragt man sich, was ist mit Pirmasens los, was ist da los? Mit 114 Punkten Stärke müsste man das Spiel doch klar gewinnen können gegen einen Underdog wie mich und daher bin ich mal gespannt, wie die Gruppe B hier weiter ausgeht. Die Gruppe C, die Betzedal, der Newcomer gegen die Tide-Rubers und die Tide-Rubers müssen hier auch eine herbe Niederlage einstecken. Mit 3-0 werden sie vom Platz gefegt von den Betzendeivel. Die Betzendeivel in der 26. Minute in der Führung mit 1-0. In der ersten Hälfte passiert eigentlich nicht viel. Lediglich eine Chance und ein Tor und eine gelbe Karte, das war es dann auch. Dann kommt man aus der Halbzeitpause zurück. Die Betzendeivel mit der nächsten Chance in der 54. Spielminute. Dann gibt es noch eine gelbe Karte für die Tide-Rubers und eine einzige Chance in der 61. Spielminute für die Tide-Rubers. Ja, leider ohne Erfolg. Man scheitert am Torhüter. Und so kommt es dann auch, dass in der 78. Spielminute die Betzedeivel die Führung ausbauen mit dem 2-0 per Foul-Elfmeter. Und dauert es auch nicht mehr lange. Dann sind die Tide-Rubers geschlagen in den 84. Spielminute, das 3-0. Dann ist auch die Messe gelesen für die Tide-Rubers. Leider Gottes. Die Betzedeivel gewinnen hier hochverdient mit 3-0 gegen die Tide-Rubers. Der Newcomer trumpft auf in der Gruppe C. So, dann weiter das zweite Spiel der Gruppe C. Fortuna Lattenknaller gegen die SV Werder Ultras. Das geht 1-1 aus. Da schauen wir ganz kurz rein. Das scheint gar nicht so spannend gewesen zu sein. Ja, so sieht's auch aus. Alles spielt sich in der ersten Hälfte ab. In der 26. Spielminute das 1-0 für die SV Werder Ultras und dann ein paar Minuten später, 37. Spielminute, der Ausgleichstreffer für Fortuna Lattenknaller.
beide Teams da recht ausgeglichen, auch von der Stärke her. Von daher geht das 1:1 hier in Ordnung. In der zweiten Hälfte passiert so gut wie gar nichts. Nichts. Ist eine wirklich sehr langweilige Halbzeit, geht zu Ende, ja. Das konnte ich mir schon fast denken, weil die beiden Kontrahenten sind doch recht ausgeglichen von der Stärke. Und ja, so geht das 1:1 hier zwischen den beiden auch in Ordnung. So, dann hat man noch in der Gruppe D das erste Spiel der Paul-Hellmann-Guys gegen die Samba-Tänzer. Und hier können die Paul-Hellmann-Guys 3:1 gewinnen. Und ich würde sagen, die Paul-Hellmann-Guys sind mit einer der Favoriten dieser Gruppe. Und dann geht dieser Sieg in dieser Höhe denn da auch, glaube ich, auch in Ordnung. Man sieht es auch in der ersten Hälfte, spielt sich alles ab. Es gibt in der 14., 18., 22. Spiel mit dem gleichen Dreierpack für die Samba-Tänzer von den Paul-Hellmann-Guys, die dann auch 3:0 führen. Dann gibt es noch kurz vor der Halbzeitpause in der 42. Spiel mit dem Anschlusstreffer. Allerdings war es das gewesen. In der zweiten Hälfte passiert da nicht mehr viel. Lediglich eine Chance auf beiden Seiten reicht aber nicht aus, um hier nochmal das Ergebnis zu drehen. Von daher einen recht langweiligen Sieg für die Paul-Hellmann-Guys und auch ja, verdient. So, weiter geht's in der Gruppe D. Juliana Athletic Langstrath trifft auf die TSG Union Berlin. Die TSG Union Berlin, auch ein Newcomer, neu eingeladen von mir und ich bin froh, dass der Cup voll geworden ist. Sonst hätte es hier in der Gruppe D wahrscheinlich einen Freilos gegeben. Von daher danke für die Teilnahme an die TSG. Leider Gottes verliert die TSG mit 5:0. Das ist natürlich eine Ansage von Juliana Athletic Langstrath, die natürlich hier in der Gruppe auch ein Wörtchen mitzureden hat und dann auch ein haushoher Favorit ist hier auf dem ersten Tabellenplatz. Da schauen wir uns mal rein. Und auch hier, ja, Juliana Athletic Langstrath, die spielbestimmende Mannschaft, geht in der ersten Hälfte mit einem Dreierpack schon in Führung, bevor die Hälfte überhaupt aus ist. TSG Union Berlin ohne Chance in der ersten Hälfte, so geht man dann auch ohne, ja, Schlüsselergebnis in die Pause. Dann gibt es eine gelbe Karte für die TSG Union Berlin in der zweiten Hälfte. Nochmal eine Chance, tatsächlich in der 73. für die TSG Union Berlin. Dann aber gibt es nochmal einen Doppelschlag von Juliana Athletic Langstrath, das 5:0 in der 90. Spielminute. Und somit gewinnt Juliana Athletic Langstrath vielleicht etwas zu hoch, aber dann doch verdient gegen den Newcomer der TSG Union Berlin. Und ja, nicht den Kopf hängen lassen, Union Berlin weitermachen. Vielleicht ist hier noch was drin. Vielleicht auch noch so Überraschungssieg gegen den Favoriten, der eben gespielt hat. Und dann ja, klappt das schon mit dem zweiten Tabellenplatz. Noch ist alles offen. Von daher kein Kopf in den Sand stecken. So, dann sehen wir hier die Tabellengruppen. Die sind noch recht uninteressant am ersten Spieltag. Von daher würde ich das jetzt erstmal auslassen an dem heutigen Tag und ja, sage dann, wir sehen uns am zweiten Spieltag der Gruppenphase und bis dahin sage ich mal, tschüss, euer Chris, macht's gut.